Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem wir mal über das nächste Path of Titans Update sprechen. Denn es ist wieder ein sehr großes Update geplant mit vielen neuen Dingen. Und genau diese neuen Dinge, die möchte ich euch in diesem Video einmal kurz präsentieren. Aber bevor wir jetzt zu den neuen Sachen kommen, kann ich euch erstmal erfreulich mitteilen, dass der Pre-Release bei Ende September momentan bleiben wird. Das heißt, Ende September können wir dann eine Vorabversion vom Path of Titans spielen. Allerdings wissen die Entwickler auch noch nicht, wann sie dann das vollständige Spiel dann releasen werden. Sie haben gesagt, die Entwicklung ist noch nicht weit genug vorangeschritten, um schon eine genaue Angabe für den genauen Release zu machen. Finde ich persönlich aber auch richtig so, weil die sollen sich ruhig Zeit lassen, alles vernünftig machen und dann wird das Spiel später auch umso besser werden für uns. So, jetzt kommen wir aber mal zu den Sachen, die sich ändern werden und woran die Entwickler die letzten 4 Monate gearbeitet haben. Eines der größten neuen Features, was jetzt fast fertig entwickelt ist, ist die Kollision der Dinosaurier. Damit ist natürlich gemeint, dass die Dinosaurier eine Hitbox haben und nicht mehr durch Gegenstände oder andere Dinosaurier durchlaufen können. Es war zum Beispiel in der alten Version so, dass man durch andere Dinosaurier durchlaufen konnte und das auch sehr gut ausnutzen konnte im Kampf dann, weil man immer wieder durch den Dinosaurier hinten durchlaufen konnte und dann wieder eine Kurve läuft und wieder angreifen konnte. Das ist jetzt nicht mehr der Fall, weil halt die neue Kollision ins Spiel gepatcht wird. Das heißt, man kann weder durch Dinosaurier durchspringen, noch durch diese durchlaufen. Also man bleibt dann an den hängen und ich glaube, dadurch werden Kämpfe dann auch viel interessanter werden, weil große Dinosaurier werden dann natürlich auch noch gefährlicher, weil man halt nicht mehr diese Beweglichkeit ausnutzen kann, indem man durch die durchläuft. Und genauso war es natürlich auch mit zum Beispiel Bäumen oder Klippen. Wenn man da so gegengelaufen ist, ist der Kopf und Schweif und sowas immer ein bisschen unschön, ja, in den Baum hineingeglitscht. Das Ganze wurde jetzt auch behoben, denn auch hier bleiben dank der neuen Kollision die Dinosaurier dann hängen mit dem Kopf, mit dem Schweif, mit dem gesamten Körper, weil halt dieser nicht mehr durchsichtig ist, sondern wirklich fest ist und ja, ist besonders interessant meiner Meinung nach, wenn man zum Beispiel verfolgt wird von einem großen Fleischfresser, kann man dann viel mehr dieses, ja, Zickzack um Bäume und durch Engpässe laufen und sowas viel mehr nutzen, weil halt der Kontrahent, wenn er ein bisschen größer ist und gefährlicher ist, natürlich eher hängen bleibt an solchen. Als Ergänzung zu der Kollision wurde Trampelschaden in das Spiel gebracht. Damit kann man jetzt endlich, wenn man einen größeren Fleischfresser oder größeren Dinosaurier spielt, sich besser gegen kleinere Fleischfresser, wie zum Beispiel den Deinonychus, verteidigen, weil dieser konnte ja sonst immer in den Beinen einfach rumlaufen und einen ständig die ganze Zeit attackieren, ohne dass man irgendeine Chance hatte. Jetzt bekommt er Schaden oder stirbt sogar, wenn er einem unter die Beine läuft. Meiner Meinung nach eine super wichtige Änderung. Ich habe es ja schon oft angesprochen, dass da irgendwas kommen muss, irgendwie eine Nahkampfattacke für große Fleischfresser. Und ich denke mal, so Trampelschaden ist schon so das Realistischste, was man ins Spiel bringen kann. Macht ja auch irgendwo Sinn, dass sich kleine Kreaturen vor größeren zu fürchten haben und diese denen auch ausweichen sollten, weil sie halt sonst einfach überrannt werden. Außerdem sind viele neue, wichtige Bewegungsmöglichkeiten in das Spiel gekommen. Die meisten davon befinden sich auch schon in Path of Titans, die haben wir schon beim letzten Mal im Livestream getestet. Man kann sich nämlich jetzt auf der Stelle so ein bisschen drehen, bisschen schräg und seitwärts laufen, rückwärts laufen, sich vernünftig ducken und all diese Sachen sind sehr, sehr praktisch, gerade wenn man dann irgendwie mal an der Klippe steht und dort nicht mehr wegkommen würde. Jetzt kann man dann einfach auch sich auf der Stelle drehen oder rückwärts laufen und schon ist die Gefahr gebannt. Außerdem wurde das Unreal Engine Gameplay Ability System in das Spiel und explizit in die Dinosaurier implementiert und dadurch kann man jetzt ohne größeren Aufwand den Dinosauriern neue Fähigkeiten und Statuseffekte hinzufügen. Das heißt auf gut Deutsch für euch nochmal, es ist jetzt möglich, ohne größeren Aufwand den Dinosauriern sowas wie Speed-Debuffs zu geben, Attack-Buffs, Kopfstöße, Gift und viele weitere Statuseffekte. Dieses System macht es nicht nur den Entwicklern einfacher, neue Statuseffekte und Fähigkeiten hinzuzufügen, sondern ist auch dafür gedacht, dass es die Modder, die dann später neue Spezies und sowas ins Spiel bringen möchten, viel, viel einfacher haben. Und apropos Modding, man kann jetzt auch Mods auf dem Handy spielen, das wird jetzt auch unterstützt. Da kann man dann zum Beispiel Mods wie The Grim Expanse, das ist die Wüstenmap, ausprobieren oder den Platyhistrix, diese kleine Kröte mit dem Spinosaurus-Segel, die wir ja auch schon mal angespielt haben. Das ist auch eine Mod, die kann man dann jetzt auch auf dem Handy testen und es wurde für die Modder
noch der Zugriff auf den sogenannten Cloud-Cooker hinzugefügt, welcher den Moddern irgendwie helfen soll bei der Erstellung von Mods und beim Implementieren von diesen Mods in das Spiel dann. Ich kenne mich da nicht ganz so gut aus, aber ich würde sagen, man merkt auf jeden Fall, dass die Entwickler Wert darauf legen, dass die Modder es etwas einfacher haben mit den Mods dann, weil ja, Mods sind einfach geil. Also wenn man Mods in einem Spiel hat, das macht ein Spiel viel langlebiger, man bekommt ständig neue Sachen von der Community und von Moddern und das macht ein Spiel einfach tausendmal interessanter. Finde ich richtig cool, dass die Entwickler so viel Wert darauf legen, das Modding zu unterstützen. Tausende von Stunden sind in die Map geflossen und der zweite Map-Abschnitt ist jetzt so gut wie fertig. Neue interessante Wege und Orte wurden hinzugefügt und natürlich wurden ganz, ganz viele Bugs auf der Map behoben. Ein neues sogenanntes Vocal Wheel oder auf Deutsch Stimmungsrad wurde auch in das Spiel eingefügt. Dieses ist hauptsächlich für Mobile-User und Controller-User, damit auch diese guten Zugriff haben auf alle Dinosaurier-Schreie und Calls. Mit so einem Auswahlrädchen ist das natürlich besonders schnell und übersichtlich. Finde ich eine sehr gute Lösung. Auf dem PC kann man das natürlich auch verwenden, indem man den V-Knopf drückt. Es wird momentan auch noch sehr viel am Nesting oder Ausbrüten von Dinosauriern und an dem Wachsen der Dinosaurier gearbeitet. Dabei ist der nahtlose Wachstumsübergang von allen 18 spielbaren Dinosauriern schon fertiggestellt. Genauso wie die dazugehörigen Dinosaurier-Nest- und Eiermodelle. Und momentan wird noch an dem Baby-Dinosaurier, Schreien und Calls gearbeitet. Und dann kommen wir noch zu ein paar extra Details, die noch in das Spiel kommen. Da haben wir unter anderem neue Wassereffekte, denn dieses bricht sich jetzt wirklich, also die Textur bricht sich, wenn ein Dinosaurier dort eintaucht. Das sind nicht einfach irgendwelche Partikel, die so nach oben spritzen, sondern das Wasser bricht sich wirklich und dadurch sieht es viel realistischer aus. Außerdem ist es jetzt möglich, das Spiel auch auf verschiedenen Sprachen zu spielen bzw. dieses umzustellen. Und wir werden bald natürlich auch noch weitere Dinosaurier anspielen können. Bei den Fleischfressern haben wir da unter anderem den Alioramus, den Allosaurus, den Ceratosaurus, den Daspletosaurus und den Medriacanthosaurus. Und bei den Pflanzenfressern haben wir den Basboldia, Eotriceratops, den Kentrosaurus, den Lambeosaurus, den Stegosaurus und einen meiner Favoriten, den Styracosaurus. So Leute, das waren jetzt aber zusammengefasst alle Neuheiten, die uns bald erwarten werden bei Path of Titans. Wann dieser große Patch jetzt letztendlich erscheinen wird, das weiß ich nicht, das stand leider noch nicht dabei. Aber ich gehe davon aus, dass es nicht mehr lang dauern wird, bis wir all diese Sachen dann selber ausprobieren können und spielen können. Das Originalvideo, wo ihr das Ganze auch nochmal auf Englisch sehen könnt, ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Außerdem ist natürlich die Webseite von Path of Titans verlinkt und natürlich auch deren Discord. Ich hoffe, dieses Video hat euch gut informiert. Falls ja, würde ich mich selber ein Däumchen freuen. Und falls ihr mehr sehen wollt, könnt ihr gerne den Kanal abonnieren. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein, bleibt gesund. Euer Dandy.